Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play No Man's Sky. Wir haben, oder ich habe beziehungsweise schon eine ganze Woche nicht mehr gespielt. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Okay, ich hätte vorher was trinken müssen. Wir waren hier fertig, das weiß ich. Da leuchten nämlich schon die Wissenssteine. Jetzt ist die Frage, wo wir so hin wollten, weil ich glaube, unser Ziel ist immer noch das mit der Antimaterie. Antimaterie, Antimaterie. Ja, wir brauchen noch Antimaterie. Und dafür brauchen wir ein Rezept. Und die Frage ist natürlich, wo kriegen wir das her? Und ich würde auch gerne mal ein neues Raumschiff haben. Das wäre auch natürlich noch sehr schön. Aber man kriegt nicht immer alles. So, wo fangen wir an? Womit fangen wir an? Ich würde vorschlagen, wir landen hier erstmal. Schauen uns mal wieder die Station an. Und dann. Wir könnten. Ja, wir benutzen mal wieder diesen Überbrückungsschiff. Und dann, ob wir noch einen weiteren Monolithen oder sowas finden. Wieder herstellen und was haben wir hier? Schön auf Maximum. So, jetzt brauchen wir einen Überbrückungschip, den können wir bestimmt herstellen, natürlich. Wenn ich also einmal wetten dürfte. Moment, ich habe bei Kronk geschaut, der hat das Rezept für die Antimaterie nicht von einem Monolithen oder so, sondern von einem dieser Korvax-Echos bekommen. Also ich meine von den Infinitäten da. Das heißt, wir suchen nicht nach einem Monolithen, sondern nach einem Außenposten oder. Ja, machen wir mal nach einem Außenposten. Eine Fabrik entdeckt. Sehr gut. Dann fliegen wir direkt dahin. So gesehen sind diese Scanner eigentlich ganz praktisch, weil wenn man den einmal benutzt, dann markiert er ja einen gleich etwas. Also es hat natürlich nach dem Zufallsprinzip, aber immerhin. Wir sammeln alles, wir speichern alles und dann fliegen wir los. So, einmal einsteigen und da könnten wir hin, da ist auch nämlich noch eins, aber ich würde sagen, wir fliegen direkt zur Fabrik. Und zwar mit Turbo. Na, hinter dem Berg ist es dann. Was ist das? Stopp. Sehr schön, noch eine Ruine. Ganz einfach und zufällig noch eine weitere schöne Ruine entdeckt. Und wir brauchen Lebensradiosysteme aufpippen. Kriminell. Da ist dieser Stein, der Altar.
Ich gucke aber erstmal, ob wir hier weitere Wissenssteine finden. Und dann aktiviere ich erst den. Das Altar oder die Ruine. Raumschiffe. Oh, na gut. Wir warten kurz, Jetpack aufgeladen und jetzt. In die fernen Weiten des Ödlands von Kalingum. Oh, verdammt, das hab ich getan. Das hab ich getan. Ja gut, aktivieren wir mal Asche von Oholat. Oholat. Okay. Grelles Licht bricht aus der antiken Markierung hervor. Es umschließt mich und taucht in meinen Verstand, in die Erinnerung und Stimmen der Korax-Echos. Die Träume der Entitäten, die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen. Die Dunkelheit brach sich mit der Gewalt einer Supernova den Weg. Die große Trennung hatte begonnen. Die Stimmen von 100 Millionen Korax schrien auf. Die Korax-Echos wurden zu einem Taumel rasenden Lärms. Unzählige Zyklen vergingen, bevor das Gleichgewicht wiederhergestellt war. Heißt es, dass die... Ja, mein Wissen über die Korax wächst, ja? Wir haben zurückgelernt. Heißt es, dass die Korax-Echos durch eine... Also die Zivilisation von denen durch eine Supernova zerstört wurde. Klingt zumindest danach, wenn man sich halt das alles so anschaut. Runter. Und da ist die Fabrik. Mephia. Ziel erreicht. Sehr schön. Was? Kann nicht sein, mein Inventar ist schon voll. Tatsache. Wie komme ich... das wollte ich nicht. Wie komme ich da jetzt rein? Wo ist die Tür? Da ist die Tür. So. Noch ein bisschen Plutonium. Oh. Okay. Der muss weg. Hallo. Die ignorieren mich einfach. Die sind gefährlich. Ach, das kennen wir schon. So, jetzt aktivieren. Jetzt hatten wir mal unsere Waffe und ballern das Ding hier kaputt. Ihr könnt mich nicht besiegen, ich bin zu stark für euch. So. Was? Noch einer? Komm her! Was das wäre oder was? Schwächlinge. Kennen wir schon. Hast du was Neues? Nein, wir kennen wir schon alles. Und jetzt, komm schon. Mach das kalt, bevor die nächsten auftauchen.
Alter, das gibt's doch nicht. Komm her, schon wieder drei Stück. Wo kommt die alle her? Verpisst euch mal, ich will nicht von euch. Vielleicht will ich aber auch was Gutes tun, warum greift ihr mich einfach so an? Meine Fresse, haben die einen schlechten, Laune. So. Eine beschädigte Datei hat die Systeme eingefroren. Beim Versuch, sie zu öffnen, führt das System eine Endlosschleife aus. Sie zu löschen könnte den Außenposten freischalten, aber die Datei wäre für immer verloren. Was ist jetzt uns wichtiger? Wollen wir die Datei oder lieber den Außenposten freischalten? Die Datei oder Außenposten? Mit den Außenposten können wir ja nicht wirklich viel anfangen, ich meine ja nur. Ja, wie machen wir mal das hier? Neues Rezept, instabiles Plasma-Aufladung für Plasmawerfer. Eine gespeicherte Aufladung für den Plasmawerfer. Sehr schön. Nur wollte ich eigentlich lieber das Antimaterie-Rezept haben. Schade. Haben wir nicht bekommen. Was soll's, dann müssen wir es woanders hergeben. Ja, ich würde sagen, wir speichern und verlassen den Planeten. Der Planet ist zwar schön und gut, aber es ist nicht unbedingt lebensfähig, dass wir hier lange rumlaufen können. Wir verbrauchen einfach zu viele Ressourcen an Plutonium. Und ich würde gerne mal, wie gesagt, ich würde einfach gerne mal einen Planeten sehen, wo wir ein bisschen tauchen können. Ein bisschen das Unterwasserleben erkunden. Gut, sagen wir zu diesem verlassenen Planeten. Das ist doch ein verlassener Planet, oder? War das nicht ein verlassener Planet? Warte mal. Wir haben Proslonia. Wieso zeigt er mir überall das selber an? Ah, ich muss länger drauf warten. Okay. Proslonia ist frostpassiv reichlich ordentlich. Wasteland war dann ja karg, gewöhnlich eher. Tischelonia hatte überhaupt keine Flora. Ergiebig mangelt, das war schon, Eiswürfel war schon wiederum besser, aber, und dann haben wir wieder hier, ja, die unentdeckte Fauna hier. Das bringt uns leider alles nicht weiter. Deswegen, auf, davon in den Himmel. So, wir haben das Wasteland. Tischelonia, Wasteland. Eiswürfel. Ja, das ist da, wo wir herkommen. Schloss Proslonia.
Gibt es überhaupt keinen, ich sag mal, gibt es überhaupt keinen weiteren Planeten oder was? Eiswürfel, die Sonne. Ich glaube, wenn wir das Display beenden, dann würde ich einfach mal in die Sonne reinfliegen. Einfach mal zum Spaß. Einfach mal zum Spaß. Einfach nur mal, um zu sehen, was passiert. Oh, ein anderes Raumschiff. Hallo. Wo fliegt ihr alle hin? Auf dem Planeten, okay. Aber da wollen wir nicht hin. Ich überlege gerade, wo soll man am besten hin? Wo fliegen wir am besten hin? Oder wisst ihr was? Fliegen wir doch einfach mal wieder zurück auf Postlonia. Ich meine, es war unser erster Planet. Und wir haben den, soweit ich weiß, ja, wir haben ihn schon einigermaßen erkundet, aber jetzt nicht unbedingt so, dass man. Ja, wir sind nicht einfach mal, wir hätten ruhig länger da bleiben können. Aber wir fliegen jetzt einfach mal dahin und sehen uns mal an, ob wir vielleicht was Neues finden. Vielleicht finden wir ja dort die Antimaterie, das Rezept für die Antimaterie. Das kann ja sein. Das dauert noch ein paar Sekunden, der ist doch ziemlich relativ weit von uns. Unserer jetzigen Position. Aber wir sind hier fast da. Noch 20 Sekunden und dann sind wir dort. Das Rezept zu finden ist ja schwieriger als erwartet, muss ich sagen. Ich hatte gehofft, wir würden das Rezept relativ schnell finden. Aber offenbar will es so nicht. Nein! Warum fliegst du wieder hoch? Runter mit dir! Was war das jetzt, ey? Auf jeden Fall war das unser erster Planet und der, ich glaube, bis jetzt einzige oder der einer von zwei, bei dem es wenigstens ein bisschen mehr grüne Fläche gab als auf den anderen Planeten. Muss man ja so sagen. Und da ist schon eine Station. Da fliegen wir jetzt hin. Perfekt beim Speicherpunkt. Und ein Pokémon Center. Ach ja, Postlonia, da sind wir wieder. Wieder daheim. So ungefähr, kann man sagen. Gut, gut. Schauen wir uns einfach mal um. Ja, natürlich. Hallo. Wir kennen uns gar nicht. Ich war auch hier schon mal, ne? Inventar ist voll. Ja, ich weiß. Wie war das mit übertragen? Hast du ein Terminal? Offenbar hier nicht. Vielleicht bei dem drüben. Wenn da ein Terminal ist, dann können wir unsere Sachen erstmal verkaufen. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Und müssen nicht, ja, müssen nicht unsere Sachen wegwerfen. Und verdammterweise gibt es hier kein Terminal. Mann.
Warum? Warum gibt's gar kein Terminal? Was soll das?